Und ich begrüße jetzt Helge Braun von der CDU. Er ist Vorsitzender des Haushaltsausschusses, war auch mal Chef des Kanzleramts. Herr Braun, herzlich willkommen. Sie haben bei X, das ist ja ehemals Twitter, eine Nachricht verbreitet. Das Bundesverfassungsgericht hat heute die Schuldenbremse gerettet und damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Generationengerechtigkeit geleistet. Und dann füge ich mal hinzu. Und den Bundeshaushalt in eine ganz schwierige Situation gebracht. Ja, aber wie gesagt, Generationengerechtigkeit bei Finanzen ist wichtig. Die kommenden Generationen werden riesige Ausgaben zu schultern haben, auch zum Beispiel wegen der Anpassung an den Klimawandel. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jedes Jahr die Schuldenbremse in normalen Jahren einhalten und nicht sozusagen eine Dauerausnahme machen. Und das hat Christian Lindner mit der Verschiebung von Schulden aus den Krisenjahren in die Folgejahre gemacht. Und das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gleich in drei Punkten für nichtig erklärt. Und deshalb ist es ein guter Tag dafür, dass wir Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit in Zukunft wieder haben werden. Und das ist gerade für kommende Generationen sehr, sehr wichtig. Nun sollten daraus ja auch viele Maßnahmen für den Klimaschutz finanziert werden. Das ist jetzt so nicht mehr möglich. Da hat das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, dass alles, was jetzt geplant ist, muss anderweitig finanziert werden. Das heißt, wir können den Klimawandel so nicht mehr finanzieren. Das müsste Sie doch aber eigentlich auch ein bisschen traurig machen. Nein, also dieses Ausspielen von finanzieller Generationengerechtigkeit und Klimaschutz auf der anderen Seite ist falsch. Diese Regierung hat die höchsten Steuereinnahmen, die wir je hatten. Und im kommenden Jahr werden die Gesamtsteuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen die magische Marke von 1 Billion Euro überschreiten. Das heißt, das, was Christian Lindner jetzt machen muss, ist Prioritäten setzen. Und Klimaschutz hat eine Priorität. Das sieht die Ampel so. Das sehen wir auch als Unionsfraktion so. Aber man darf sie eben nicht versuchen, verfassungswidrig zu finanzieren und dafür Raum zu schaffen für andere Ampelprojekte aus dem Koalitionsvertrag, sondern unsere Prioritäten müssen jetzt sein, alles, was Wachstum schafft, unsere innere und unsere äußere Sicherheit und der Klimaschutz. Und das geht, das zu finanzieren. Aber das, was nicht geht, ist das, was Christian Lindner gemacht hat, formal die Schuldenbremse im Bundeshaushalt einhalten, aber darüber hinaus Hunderte von Milliarden an Zusatzschulden am Bundeshaushalt vorbeizuschleusen. Eine Schuldenbremse ist was ganz Einfaches. Man darf in einem Jahr nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Und die Einnahmen haben wir wirklich genug. Sie sind ja Vorsitzender des Haushaltsausschusses, beklagen sich schon seit Längerem, dass vieles am Haushalt vorbeigeht und am Haushalt vorbei finanziert wird. Gehört dafür dazu nicht eigentlich auch das Sondervermögen für die Bundeswehr, wo Sie ja zugestimmt haben als CDU? Also die Sondervermögen, die auf Schulden finanziert sind, sind durch dieses Urteil alle zu hinterfragen, mit einer Ausnahme. Und das ist das Sondervermögen Bundeswehr, weil wir das, wie ich es auch immer gefordert habe, sehr klar und sauber gemeinsam mit einer verfassungsändernden Mehrheit im Grundgesetz abgesichert haben. Das heißt, die 100 Milliarden für die Bundeswehr, die sind sozusagen eine Ausnahme von der Schuldenbremse im Grundgesetz. Das, was Christian Lindner gemacht hat, war durch eine Veränderung der Buchungsregel, also durch Finanzarithmetik, weitere Schulden an dem Haushalt vorbeizuschleusen. Und da hat heute das Verfassungsgericht ganz klar gesagt, das geht nicht. Und deshalb geht es heute nicht, meines Erachtens nicht nur um die 60 Milliarden aus dem Nachtragshaushalt, sondern auch um weitere schuldenfinanzierte Sondervermögen, weil das eben der Klarheit und der Generationengerechtigkeit nicht dient, was die Bundesregierung und was Christian Lindner da in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Jetzt habe ich von Ihnen ganz oft das Wort Schuldenbremse gehört und die müssen wir einhalten. Wir leben in Zeiten von 2 Kriegen, Nahost und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wir leben in Zeiten des Klimawandels, der uns viel Geld kostet und auch der Transformationsprozess der deutschen Wirtschaft kostet uns viel Geld. Ist eigentlich die Schuldenbremse momentan bei aller Generationengerechtigkeit hin oder her, ist die noch zeitgemäß oder müssen wir nicht sagen, angesichts dieser Aufgaben, die vor uns stehen, müssen wir in den nächsten Jahren neue Schulden machen? Und Marcel Fratscher heute beispielsweise, den hatte ich heute Morgen im Interview vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hat gesagt, klar, da muss man mal wirklich drüber nachdenken. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir gerade momentan bei solchen geopolitischen Risiken und dem Klimawandel durchaus davon ausgehen müssen, dass auch die nächste Generation enorme Aufgaben haben wird.
Wir mildern den Klimawandel ab, so gut wir können, aber die Anpassung an den Klimawandel, da wird die nächste Generation finanziell enorm belastet sein. Und deshalb kann man doch nicht ernsthaft darüber reden, dass wir heute so viele Schulden machen. Das könnte man nur, wenn man ernsthaft behaupten würde, dass wir der nächsten Generation ein Land in völligem Frieden und ohne Klimawandel überlassen würden. Und das werden wir nach aller Überzeugung, die ich habe, nicht schaffen. Und deshalb ist es richtig, dass wir die vielen Mittel, diese enorm hohen Steuereinnahmen, die wir heute haben, zur Bewältigung der Probleme heute einsetzen und den zukünftigen Generationen ihre Finanzspielräume lassen, damit sie die Herausforderungen ihrer Generation genauso gut bewältigen können. Helge Braun, Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag, CDU-Politiker, herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, alles Gute.